Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Trigon zwischen Merkur im Skorpion und Jupiter in den Fischen. Ein nicht so ganz einfacher Aspekt, weil es halt doch verborgen ist, aber für mich doch einfach, weil wir erkennen in Merkur auf jeden Fall unsere Heimatländer. Wir erkennen in der Spitze des zweiten Hauses das Finanzsystem, den Euro in diesem Fall, klar, ist es ja hier auf Mitteleuropa, Deutschland berechnet. Und wir sehen hier, dass es sowohl mit unserer Heimat als auch mit dem Finanzsystem Schwierigkeiten gibt. Sechstes Haus und noch eingeschlossen. Das heißt, es ist eine Art Krankheit, an die man nicht herankommen soll, ja, oder nicht will. Es ist ja hier eingeschlossen. Also das heißt, es ist ein bisschen schwierig. Und es läuft dann hier über die Venus, aber zu Venus im Schützen kommen wir gleich, verliere ich gleich ein paar Worte, machen wir mal die Auflösung dieses Aspektes und wir erkennen auch in Jupiter den Herrscher des siebten Hauses und des achten Hauses, was bedeutet, dass es sich um Verträge handelt, die abgelaufen sind. Ja? Also das heißt, aha, deswegen die große Heimlichtuerei, so schaut es aus. Ja? Also das heißt, es handelt sich hier um eine Verbindung, um eine glückliche Verbindung, das könnte uns sehr viel bringen, das könnte uns sehr, sehr viel, wie sagt man, an Erkenntnis und an Wissen bringen. Jupiter steht ja für höheres Wissen, Merkur steht ja auch für Wissen. Hier reichen sich das normale Wissen, Merkur, und das höhere Wissen die Hand. Also das heißt, dieser Aspekt obendrein noch im Trigon würde uns sehr, sehr viel Wissen bringen. Obendrein noch Merkur im Skorpion. Allerdings schauen wir uns einmal die Grade an. 28,53. Also das heißt, wir befinden uns hier auf Fischegraden von 27,30 bis 30 Grad. Ah, deswegen die große Geheimnistuerei. Interessant, gell? Interessant, weil diese Verträge könnten uns sehr wohl, Bevölkerung, Sonne ist ja sozusagen, beeinflusst ja den Merkur, weil Merkur steht ja noch unter den Strahlen der Sonne. Ja? Also das heißt, hier ging es darum, dass es uns nützen würde. Na, wo kamen wir dahin? Also wo kommen wir denn dahin, wenn es der Bevölkerung helfen würde? Wird doch wirklich alles unternommen, um uns sozusagen ein bisschen zu unterstützen, oder? Bisschen zu unterstützen. Also sie tun ja alles in ihrer Macht Stehende. Ja, da hat ein Spaziergänger, hat er etliche Dokumente gefunden. Ist natürlich zur Polizei gegangen. Und was hat man denn dort gesagt? Dort sagte man mir aber, ich soll die Dokumente einfach wegschmeißen. Ja, schmeißen Sie es weg, das braucht man nicht. Wir wissen ja, um was es geht. Warum werden da so viele wunderschöne neue Dokumente werden da weggeschmissen? Warum machen die das nur? Was könnte da die Antwort sein? Grübel und studier, was könnte da die Antwort sein? Vielleicht haben Sie gar keinen Status, den Sie da beantragen? Vielleicht hätten Sie gar kein Recht dazu? Komisch, gell? Fragen über Fragen, aber bitte nicht irritieren lassen. Das macht nur Kopfschmerzen. Also das sollte man nicht machen. Das ist sehr schlecht für das Gehirn. Ja, und auch interessant. Also interessant, was sich hier abspielt. Auf der einen Seite hat man sie ja damals, CIA-seitig hat man sie ja gefördert. Ich kann mich erinnern. Ayatollah Khomeini ist mit dem Flugzeug von Paris nach Teheran geflogen. Normalerweise, wenn es der CIA nicht genehm gewesen wäre, wäre möglicherweise in der Luft so Silvesterartig, puff, so eine Rakete, was auch immer, aber komisch, da hat er allen Schutz gehabt, komisch, und jetzt auf einmal, jetzt wollen sie es nicht mehr, merkwürdige Dinge, die hier geschehen. Naja, aber wir sehen auf jeden Fall, dass hier auch Merkwürdiges geschieht, denn hier die Verträge, die sind schon längst abgelaufen, ja, sind schon längst, steht ja auch hier, aber alles geheim, keiner darf es erfahren, hier im Bereich der verbündeten Staaten, vielleicht hätte es für uns eine Entlastung gegeben, aber das darf ja nicht sein, spannende Entwicklung. Auf jeden Fall sehen wir hier, Herrscher des 9. Hauses, Steinbock, im 10. Haus, Kobra, übernehmen sie. Ja, also das heißt, hier macht sich der Wilde Westen bei uns offensichtlich wieder wichtig. Naja, nach diesen ehrlichen und anständigen Wahlen
ist ja jetzt wieder der volle Rückenwind in den Segeln. Aber möglicherweise kann sich herausstellen, dass die Segeln aufgeschlitzt sind, genau in der Mitte, und der Wind weht jetzt durch. Ja? Der warme, faulige Wind weht jetzt durch die Segel. Ja, okay, interessant. Na, die Wahrheit kommt schon durch, keine Sorgen. Wir haben gewonnen, du weißt es. Wir haben gewonnen. Sie wissen ja nicht mehr, was sie machen sollen. Und wir sehen ja hier dieses wunderschöne Quadrat, ja? Zwischen 9. Haus, ja, 9. Haus, der Wilde Westen, und 11. Haus, die verbündeten Staaten, also unsere Verbündete, befreundete Staaten, Euro-Staaten. Hier herrscht offensichtlich offene Freundschaft. Ja, ja, wie hat Napoleon schon gesagt? Gott schütze mich vor meinen Freunden. Mit meinen Feinden werde ich schon alleine fertig. Ja? Also irgendwie kommt mir das so großartig. Die Freunde des Wilden Westens, die kommen in Scharen abhanden. Eigentlich will mit denen keiner mehr was tun. Ganz witzig. Ja? Aber andererseits, 11. Haus, Herrscher von 11 in 12 eingeschlossen. Naja, wenn ich sage, es geht ihnen gut, tja, dann würde ich sagen, ist ein Irrtum. Aber denen geht es genauso wie uns. Bei uns ist der Mars als Herrscher des 12. Hauses im 1. Haus. Also auch bei uns ist Ratlosigkeit, Auflösung, Planlosigkeit, das volle Programm, Vernebelung. Ich meine, wir sehen es ja eh. Ich meine, es ist alles ja, ich meine, die Astrologie bestätigt ja nur das, was wir eh jeden Tag erleben. Ich meine, im Prinzip könnten wir uns das Horoskop auch ersparen. Na, Scherz beiseite. Bitte bloß nicht, ja. Na, Scherz beiseite. Also das heißt, wir erkennen hier immer wieder dieselben Themen, mit denen wir hier konfrontiert sind. Ich wollte noch ein paar Worte zur Uhrzeit, nicht die Uhrzeitforschung, das ist wieder was anderes, zur Uhrzeit, also da die virtuelle Uhr, die ich jetzt nicht am Handgelenk habe, die Stunden. Wieso kann es sein? Wieso ist es möglich, dass ein Tag um Mitternacht beginnt? Bitte, wie bescheuert ist das denn? Wie kann denn ein Tag um Mitternacht beginnen? Ist doch idiotisch. Ein Tag muss doch mit Sonnenaufgang beginnen. Wann denn sonst? Wann sonst? Das geht ja gar nicht anders. Und dann rechne ich die 12 Tagstunden, das sind die 12 männlichen Sternzeichen. Und dann kommen die 12 Nachtstunden, das sind die 12 weiblichen Sternzeichen. Das heißt, wir haben insgesamt 24. Richtig, deswegen hat ja auch der Tag 24 Stunden. 12 männliche und 12 weibliche Sternzeichen. Richtig, die Tagstunden und die Nachtstunden. So schaut's aus. Das heißt, auch die Uhrzeit ist komplett falsch. Wenn ich es standardisieren möchte, soll sein, ja. Aber auch das ist natürlich ein großer Irrtum. Aber man kann sich's ein bisschen leichter machen, was ich nicht befürworte. Aber egal. Das heißt, dann würde in der Früh am 21.03., jetzt ist es der 20.03., ja, wenn die Sonne genau exakt im Osten aufgeht, um 6 Uhr, dann ist es in Wahrheit 0 Uhr. Das heißt, der Tag beginnt mit 0 Uhr mit Sonnenaufgang. Beginnt die erste Stunde. Die erste Stunde ist die Widderstunde. Die zweite Stunde von 1 Uhr bis 2 Uhr, das wäre bei uns dann von 7 bis 8 Uhr, wäre die Stierstunde, die dritte Stunde, ja, von 2 Uhr bis 3 Uhr wäre die Zwillinge. Dann würde auch hier alles übereinstimmen mit den Stunden, genauso wie es hier auch mit den Tagen ist. Wir haben hier den 25. Tag und wir haben hier den 25. Grad Skorpion. 24.15 ist der 25. Grad. Ja, also das heißt, wir brauchen wieder die Harmonie der kosmischen Ordnung. Und die kosmische Ordnung beginnt mit der richtigen Zeitrechnung, aber geht auch weiter mit der richtigen Stundenrechnung. Wir haben einfach hier auch falsche Stunden. Ja? Das ist ja das Absurde. Es ist alles falsch. Hier ist alles falsch. Ja? Bitte verzeihen, wenn ich so. Ja, Gott, ja, ins Schwärmen gerate, ins Schwärmen komme, Entschuldigung. Ja, also das heißt, merkwürdige Dinge geschehen. Ja, ein paar Worte noch zur Venus im Schützen. Die kann man hier jetzt so nicht gelten lassen, weil die Venus im Schützen hatte ein anderes Horoskop. Das war, glaube ich, ein paar Stunden davor. Das heißt, hier kann ich es jetzt bitte nicht für 6. Haus werten, weil möglicherweise war sie dort, aber ich habe es nicht angeschaut. Venus im Schützen, grundsätzlich steht die Venus für alles das, was uns Freude bereitet, also was wir gerne machen. Und im Schützen ist sie sehr, sehr idealistisch, ist aber auch sehr direkt. Ja? Wir wissen ja, der Schütze, also der mit dem Bogen schießt, ja, also ist er jetzt nicht bekannt für Diplomatie. Er ist sehr direkt, er ist sehr verletzend, deswegen heißt er ja Schütze.
Der Schütze ist sehr verletzend und wegen seiner Direktheit ist er ja halt nicht immer so beliebt. Ja? Und die Venus im Schützen hat im Gegensatz zur Venus im Skorpion ihr Herz auf der Zunge. Das heißt, Venus im Skorpion ist diplomatisch, zurückhaltend, sagt nicht jeden alles, aber die Venus im Schützen, die ist direkt. Ja? Die fällt mit der Tür gerne ins Haus, hat einen starken Gerechtigkeitssinn, ja? Also vielleicht schon übertrieben. Sie liebt natürlich die Freiheit über alles. Venus im Schützen ist nicht nur freiheitsliebend, sondern fährt auch gerne schnell. Ja, Venus im Schützen liebt es, Motorräder, Cabrios, Flugzeuge sozusagen, das sind die Lieblingsfortbewegungsmittel der Venus im Schützen. Sie liebt es rasant, ja, sie liebt es rasant und hat einen großen Moralanspruch. Ja, also bei anderen ist sie sehr, sehr moralisch. Bei sich selber ist sie vielleicht ein bisschen großzügiger, da schätzt sie offene Beziehungen, verliebt sich auch schnell. Jede Feuerbesetzung der Venus heißt schnell verlieben, schnell entlieben. Ja, easy come, easy go. Ich glaube, da ist nur noch die Venus im Widder, die ist noch besser. Die kann es noch besser. Also da stehen die Koffer schnell wieder vor der Tür. Also das kann sich da die Zuwendung, der Wind dreht. Ja, der Wind kann leicht drehen. Und hier ist natürlich auch ein starker Hang ins Ausland. Also das heißt, es zieht Menschen mit Venus im Schützen magisch ins Ausland. Man ist natürlich gerne auf Reisen und wie alle Venus-Feuerzeichen-Besetzungen liebt sie die Wärme der südlichen Staaten, ja, nicht der Südstaaten, also zum Beispiel, was sind nennen wir irgendein Beispiel, sagen wir Türkei, Marokko, Zypern oder Malediven oder was nicht, Madagaskar von mir, ja, aber wie auch immer, ja. Aber sie lieben die südlichen Breitengrade, zum Beispiel die Venus im Steinbock, die kann auch in Norwegen glücklich sein, ja, also oder Urlaub in Grönland oder auf Island, ja. Aber hier muss es die Wärme, die Hitze sein, wo man das Feuer richtig auf der Haut brennen spürt. Sie lieben das und natürlich, ja, ich meine, Venus im Schützen, würde ich sagen, ist das Zeichen der gelebten Taktlosigkeit, ja, der gelebten Taktlosigkeit. Es ist beängstigend, ja, großartig, wundervoll, ja, wundervoll. Und sie lieben natürlich die Dramaturgie, also alles Venus-Feuerbesetzung liebt das Dramatische, während Venus-Wasserbesetzung eher zurückhaltend ist, eher sozusagen nicht so großes Aufsehen macht um die Gefühle. Feuergefühle, boah, große Liebe, alles mächtig, alles XX-large, ja? Also size me, super size me up, emotional upsizing, wenn man so sagen möchte. Ja, ich sehe schon, wir haben schon 12 Minuten, ja, ich werde noch hier einen vierten Teil hineinflicken müssen und ich habe vergessen, ich habe heute die Wanderung und ich komme ein bisschen in die Bredouille, also bitte um Vergebung, ich muss jetzt hier mir was einfallen lassen. Bitte weiter zum vierten Teil, Ende.